Vor circa einem Jahr habe ich den damals noch unfertigen ersten LGBTQ-Kindergarten in Berlin besucht. Ich durfte sogar mehr oder weniger legal beim Bau hinter die Kulissen schauen und habe anschließend Passanten gefragt, was sie denn so davon halten. Da habe ich schon mit anderen drüber gesprochen, die haben mir das ja nicht geglaubt. Und es ist unglaublich, was hier passiert. Einen Monat später war ich wieder mit ein paar Freunden vor Ort. Diesmal, um eine Kundgebung gegen diese Kita zu besuchen. Schade. Bist du gegen Schwule und denkst, dass sie alle Pädophile sind? Ich habe so viele schwule Freunde. Oh, du kleine Nazi-Girl. Oh, du kleine Nazi-Girl. Es ist soweit. Deutschlands erster schwul-lesbischer Kindergarten ist eröffnet. Initiiert wurde das Ganze von der Schwulenberatung Berlin. Bis Ende 2020 saß dort Rüdiger Lautmann im Vorstand dieses Vereins. Und das, bis er aufgrund von öffentlichem Druck zurücktrat. Lasst mich euch eins sagen, dieser öffentliche Druck, der kam nicht von ungefähr. In seinem Buch Die Lust am Kind erklärt er die Sichtweisen von Pädophilen und verteidigt Sex mit Kindern. Ja, natürlich nur, sofern dieser einvernehmlich ist. Einvernehmlich. Und damit herzlich willkommen bei der ersten LGBTQ-Kita, ich glaube, der Welt. Guten Mittag, meine lieben Freunde. Wir haben es ja an einem wunderschönen Sommertag, natürlich geprägt vom Klimawandel. Mal regnet es, mal ist es trockener. Wir werden heute mal schauen, wie es um diese LGBTQ-Kita steht. Vielleicht fragen wir noch ein paar Leute. Und was soll ich euch sagen? Ich bin jetzt schon schlecht drauf. Oh, wo sind wir denn hier schon wieder? Ein Jahr später. Ja, hallo, auf Sie habe ich mich auch gefreut. Sie sind wohl immer hier. Ja, gefreut auf mich. Sicher haben Sie sich gefreut. Ich freue mich nicht, Sie zu sehen. Ja, aber Sie freuen sich doch bestimmt, hier Ihr Wunderwerk zu sehen. Da stecken doch bestimmt Sie wieder hier dahinter. Sie schmälern meine Freude durch Ihre Anwesenheit. Herr Seuch, ich bin ja gerade erst aus Doktor der... Entschuldigen Sie. Ja, jetzt reicht es aber langsam mal. Das haben Sie jetzt schon mehrfach gemacht. Ich bin heute einfach gut drauf. Ich bin gerade mit meinem Verbrenner hier eingeparkt und jetzt endlich angekommen. Ich wurde direkt mal komisch angeguckt vom Balkon. Da war irgend so eine, ich würde sie jetzt mal als Tant-Ens bezeichnen. Ja, eine eher kompulente Frau-Ens, die gefilmt Ens hat und irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen negative Stimmung verbreitet hat. Also nicht ganz so tolerant. Aber vielleicht war sie auch nur ein Fan von mir oder von Ihnen. Also von mir mit Sicherheit. Sie hat mich ja gefilmt, wie ich da angekommen bin. Ach, Sie auch? Sie wurden auch ja, gefilmt? Natürlich wurde ich gefilmt, aber das ist auch klar. Ich habe dann kurz gegrüßt und dann war die Sache auch gegessen. Ja, wie gesagt, man braucht bei so einem schützenswerten Projekt wie diesem hier, braucht man auch seine Wachhunde. Was ist nochmal das Konzept? Wir wissen es ja alle, LGBTQ-Kita, aber was ist das eigentlich? Na, wir brechen im Endeffekt mit den alten, falschen Moralvorstellungen der vorigen Generation, letzten Jahrtausende und werden modern. Gibt es da ein Ende oder ist das eigentlich endlos, dass wir dann irgendwann auch wirklich vielleicht so ein LGBTQP haben, so ein entspanntes P am Ende? LGBTQP, ja, ganz richtig gehört. Ich zitiere Kölner CSD. Pädophile mischten sich unter Feiernde und stellen jetzt diese absurde Forderung. Die Normalisierung von Pädophilie und deren freie Ausübung bei gegenseitigem Einvernehmen. Ja, ganz recht. Es gibt eine Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass das P für Pädophilie an das LGBTQ angehängt wird. Das trifft natürlich nicht auf die Mehrheit der LGBTQ-Community zu, aber nichtsdestotrotz gibt es diese sogenannten Minor Attracted Persons, die genau das fordern. Bei einem Pride-Festival in Amsterdam beispielsweise im Jahre 2019 konnte man sich unter anderem dieses wunderschöne Exemplar mit nach Hause nehmen. Am besten direkt ins Kinderzimmer. Da gibt es ja auch Menschen, die mittlerweile richtig genervt davon sind und gar nichts mehr damit zu tun haben wollen mit ihrer schönen bunten Bewegung. Ja, dann sollen sie sich bitte aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Darf ich vorstellen, Gays Against Groomers. Eine immer größer werdende Bewegung von Homosexuellen aus den USA, die sich gegen die fortschreitende Perversion und Ideologisierung in der homosexuellen Szene einsetzt. Schauen wir mal auf deren Insta-Seite. Guys. Leute, es ist ein Trend. Schaut euch mal diese neuen Boots von Doc Martens an. Und dann wundern wir uns, weshalb wir immer mehr Kinder sehen, die sich als non-binär oder trans identifizieren, anfangen, eine Hormonbehandlung zu vollziehen oder sogar ihre gesunden Körperteile abschneiden lassen. Das alles aufgrund von solchen Firmen, die es eben cool und hip machen, trans zu sein. Also wer nicht mehr die neue, echte, einzig vertretbare Meinung auch ausleben möchte, nach außen hin, der soll sich bitte aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Also wir haben es ja über die sozialen Medien bereits versucht, die Leute da etwas zu animieren, ihre Meinung nicht mehr zu äußern. Ja, das ist super, ja. Es geht nur schrittchenweise. Ja, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt, habe ich mal gehört. Richtig. Irgendwo aus dem EU-Parlament. Entschuldigen Sie, der Herr. No problemo. Entschuldigen Sie, der Herr. LGBTQ-Kita. Ja, nein, wir machen so eine kleine Umfrage. Hier ist mein Arbeitgeber. Achso, das ist schwierig dann, ne? Da werden Sie weggecancelt, so einfach.
Ja, ja. Wir fügen so eine Stimme ein. Ja, ich bin dafür. Haben Sie eine Minute Zeit für eine kleine Frage? Nee, schönen Tag noch. Ja? Entschuldigen Sie, der Herr. Wir machen ein kleines YouTube-Video. Ah, entschuldigt ihr beiden. Hättet ihr eine Minute Zeit für eine kleine Frage? Wir machen ein YouTube-Video. Nee. Na gut, schönen Tag noch. Entschuldigen Sie, die Dame. Ja, nein. Eine Minute? Na gut, okay, schönen Tag noch, ja. Aber mit Dame habe ich sie schon mal richtig gegendert. Jawohl. Oh, ja, sonst wäre ich in den Knast gekommen. Das geht ganz schnell. Also, das neue Selbstbestimmungsgesetz. Entschuldigen Sie, die Herren. Oder Herren, darf man das sagen? Hätten Sie eine Minute Zeit, wir machen ein kleines YouTube-Video. Mittagspause. Aber schön vegan bleiben, ja, das ist wichtig. Die LGBTQ-Kita in Berlin, ja oder nein? Nein. Da haben Sie es gehört. So, jetzt haben wir meinen Bauarbeiter. Jetzt wird's schön. Finden Sie diese Kita, LGBTQ-Kita, eher gut, eher neutral? Ich bin nur ein bisschen Sprache. Ah, Englisch? Englisch? Nee. No? Das ist der ultimative Beweis für alle, die so sagen, so, ja, also der Ketzer der Neuzeit, der schneidet dann nur diejenigen rein, die Idioten sind. Alter, wenn ich die Zeit hätte, dass ich hier wirklich 10 Stunden lang laufen könnte, hunderte Gespräche habe und dann nur 2 oder 5 oder so einblende, wo die Leute halt Sachen sagen, wo man sagt, okay, das ist ein bisschen komisch gesagt, dann ja, ich wäre dankbar für, aber tatsächlich kommt jeder ins Video rein, der reingeschnitten werden möchte, also der uns die Erlaubnis gibt. Dürfte ich Sie mal fragen, was Sie von der Kita hier halten? Haben Sie davon schon gehört? Ich habe davon gehört, meine Nachbarin hat 2 Kinder hier. In der Kita? In der Kita. Wir wohnen hier ein Stückchen weiter und die ist ganz zufrieden. Ist ganz zufrieden. Glauben Sie, es ist gut für die Entwicklung der Kinder, wenn man sie mit 4, 5 mit Fragen um Sexualität, Geschlechterrollen und ich will gar nicht drüber anfangen, was jetzt in Hannover war. Da war so ein Raum, wo man gesagt hat, hey, in diesem Raum in der Kita dürfen sexuelle Spiele gemacht werden, weil das gut für die Entwicklung ist. Ich glaube, sowas befürworte ich nicht. Ja. Aber also dieses Gleichgeschlechtliche kann man Kindern auch nahebringen. Ein eigener Kuschelraum für sexuelle Spiele, für kleine Kinder, wo Erwachsene dann Sachen erklären. Wann kommt das auch in Berlin? Ich meine, wir sind doch hier die Vorreiterstadt. Na, das kommt hoffentlich bald. Also wir haben die Taskforce Cohn-Bendit eingerichtet und die sich mit solchen Dingen auch sehr intensiv beschäftigt. Cohn-Bendit? Von wem spricht dieser Doktor? Soll ich da jetzt schon wieder? David Cohn-Bendit, ehemaliger Europaabgeordneter der Grünen, der in den 70ern in einem alternativen Kindergarten, was auch immer das ist, in Frankfurt jobbte. Passenderweise ein Zitat aus seinem Buch Der große Bazar, laut Bild. Mein ständiger Flirt mit allen Kindern nahm bald erotische Züge an. Ich konnte richtig fühlen, wie die kleinen Mädchen von 5 Jahren schon gelernt hatten, mich anzumachen. Es ist mir mehrmals passiert, dass einige Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln. Ich habe je nach den Umständen unterschiedlich reagiert, aber ihr Wunsch stellte mich vor Probleme. Wenn die Kinder darauf bestanden, so Cohn-Bendit weiter, habe ich sie dennoch gestreichelt. Kein weiterer Kommentar an dieser Stelle. Sie wissen, die Grünen sind derzeit noch an der Macht und das werden sie hoffentlich auch sehr, sehr lange noch bleiben in Deutschland. Und dementsprechend ist es auch so, dass man grüne Ideen, vor allem meines guten Bekannten und Freundes Cohn-Bendit, entsprechend dann auch einbringen muss in solche progressiven Projekte, solche Vorreiterprojekte, über die wir uns ja alle freuen hier. Hier ist diese LGBTQ-Kita. Haben Sie davon schon gehört? Ja. Wie finden Sie dieses Konzept? Weil das ist ja selbst für Berlin schon etwas sehr Progressives, sage ich mal. Ich komme ja selbst sogar aus Süddeutschland. Ich bin erst seit Oktober letzten Jahres Berlinerin hier. Also für mich war das sehr progressiv. Ich kannte das überhaupt gar nicht. Und ich dachte, ich habe mir dann schon Gedanken gemacht, wie ist überhaupt ein Vorstellungsgespräch? Wie bietet man sein Kind da an? Dieses Thema Sexualität auf Kinder, also ich verstehe das nicht. Warum? Ich auch nicht. Ich verstehe es auch überhaupt gar nicht. Ich war gar nicht im Kindergarten, aber meine beiden jüngeren Geschwister schon. Also ich hatte nie den Eindruck, dass die irgendwas vermissen. Wenn ich jetzt 4 bin und ich sage so, hey, wie viele Geschlechter gibt es? Oder meine Enkel sind so alt und mit denen reden wir offen drüber, ob es... Fragen die da, wenn ich fragen darf, so hey... Ja, warum hat der 2 Papas? Das ist ganz normal für uns zu sagen, der hat halt 2 Papas und die hat 2 Mamas, weil die sich mögen, weil die sich lieben, so wie deine Eltern. Man erzählt ja nicht, wie das entstanden ist. Das verstehen die noch nicht. Deswegen ist ja die Kita jetzt da. Da wird es dann eben auch mit Bildern erklärt. Ich könnte Ihnen da so ein paar Bilder zeigen. Ja, blättern wir doch mal kurz rum in diesen Kinderbüchern. Da kann nichts schief gehen, oder? Hier zum Beispiel in Bruno will hoch hinaus aus 2022 mit einer Altersempfehlung für 3-Jährige. Auf der Rückseite des Buches steht, warum wird ein Penis manchmal größer und fest? Oder das Buch, auf das wir alle gewartet haben. Bruno lädt ein, den eigenen Körper und natürlich auch den eigenen Penis lustvoll zu entdecken und zu spüren. Wer verdammt hat auf dieses Buch bitte gewartet? Und wen lädt dieser Bruno bitte ein? Oder ein anderes Beispiel für 5-Jährige. Wo kommst du her? Empfohlen von Pro Familia, einer staatlichen Organisation. Und ich glaube, diese Bilder sprechen für sich. Nochmal.
Wir sprechen hier von Büchern für 3- und 5-Jährige. Kein Kommentar. Das hat mich zum Glück gar nicht aus dem Konzept gebracht, die Gedanken gerade. Also ich dachte, Sie wollen jetzt vielleicht auf Inzucht hinaus, weil das muss ja auch langsam kommen. Inzucht ist in vielen Ländern der Welt, ist Inzucht etwas völlig Normales. Da muss eben irgendwie geheiratet werden, Zwangsehen. Das ist ja jetzt nicht rückständig. Ja, die Inzuchtrate in Deutschland steigt seit ein paar Jahren. Woran das liegt, wissen wir nicht. Aber Inzucht sollte eigentlich auch kein Tabu mehr sein. Tiere, wie wenn ich das nur kurz sagen darf, da ist ja meine FDP sehr interessiert daran, dass man eben vor allem die Jugend der FDP ist interessiert daran, dass man das Thema Inzucht endlich mal gesund aufrollt. Ja, in der Tat. Die jungen Liberalen wollen Inzestverbot abschaffen. Super. Eine Schlagzeile aus dem Fokus. Und wenn euch das noch nicht liberal genug ist, dann schauen wir doch einfach mal zur schwedischen liberalen Volkspartei. Diesmal im Stern zu lesen. Jugendpartei will Sex mit Leichen und Geschwistern erlauben. Sexualität, etwas Heiliges, immer weiter pervertieren zu wollen, ist wesentlicher Bestandteil des Satanismus. Auch ich dachte, dass Satanismus mit Ende des Mittelalters ja dann irgendwann ausgestorben ist. Ja, dem ist nicht. Satanismus? Was ist das eigentlich? Satanismus, was das ist? Ja. Kommen Sie, also jetzt wird es langsam schon ein bisschen frech, als ob ich Ihnen das jetzt so hier erzählen würde vor laufender Kamera. Da können Sie sich selbst informieren, also will ich gar nichts dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes, denn es gehört ja auch dazu. Ja, alles gehört zu allem, oder? Und es gibt auch keine Wertung von dementsprechend, also von daher kann man sagen, ja, schön, dass wir hier sein können, ne? Das ist alles ganz normal. Alles ganz normal. Es ist völlig normal. Wenn wir jetzt hier das Gelände betreten, weiß ich nicht, inwiefern das jetzt schon legal ist. Ich habe einen Presseausweis, aber ich stehe mal so am Rand, sodass wir uns hier nichts zu Schaden kommen lassen. Am Ende kommt die Polizei. Hi, Entschuldigung. Machen wir Inception, Kamera gegen Kamera. Wir machen ein kleines YouTube-Video. Bitte das Film hier lassen, ja? Ja, wir sind ja noch auf öffentlichen Gebieten, wollten ja jetzt. Ich möchte nicht, dass ich erscheine. Okay, und ich möchte auch nicht, dass ich auf Ihren Handy entscheide. Wollen wir kurz. Das ist für die Polizei. Für die Polizei? Was haben wir denn falsch gemacht? Also Freunde, wo man beim Thema ist, also ich habe jetzt einmal kurz hier berührt und der hat jetzt mich direkt gefilmt, wegen, er möchte jetzt die Polizei rufen. Das für die Polizei, hat er gesagt beim Film. Moin, er macht nochmal ein paar Fotos, film nochmal rauf hier den Kollegen, das ist da. Ja gut, jetzt nicht mehr. Inception sage ich dazu immer. Ah, verpisst euch. Herr Seuch, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich hoffe, wir sehen uns nicht so schnell wieder und dass Sie vielleicht dann doch irgendwann zu Menschenverstand zurückkehren. Und ja, ich sehe auch Hoffnung in Ihrem Leben, auch wenn das, was Sie heute wieder gesagt haben, ja, abseits von Gut und Böse ist im wahrsten Sinne. Ja, ich wünsche Ihnen dennoch einen schönen Tag. Danke, ich wünsche mir auch einen schönen Tag. Ihnen wünsche ich wie immer irgendwas. Und dann würde ich an der Stelle auch einmal vorschlagen, dass ich die Brille abnehme. Mhm. Und wir uns vielleicht noch normal unterhalten. Das können wir auch machen. Ja. Wo ist denn der Akzent hin? Ja. Urplötzlich weg, Brille ab, ja. Und schon fühle ich mich ganz anders. Schön. Dann sprechen wir mal über den Doktor. Okay. Der belästigt mich seit längerer Zeit in meinem Kopf. Dann sehen wir uns gleich wieder, wa? Und wenn ihr wissen wollt, wie das Gespräch mit dem echten Menschen, und ja, den gibt es, hinter Dr. Seuch weitergeht, dann klickt jetzt auf dieses Video. Und wenn ihr euch nach diesem Video fragt, ob es eigentlich nur noch Inhalte für Kinder gibt, die woke sind, die gendern oder die am besten die Kinder gleich früh sexualisieren, nein. Darf ich euch vorstellen, mein Vater Ulf der Spielmann. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch von damals als Ulf und Zwulf. Mein Vater macht seit Jahrzehnten wirklich wunderschöne Kinder- und Familienmusik. Ihr findet sein Spotify, Amazon Music und Apple Music unten in der Videobeschreibung. Das Beste ist, dass ihr diese Musik frei von Genderstern kostenlos anhören könnt und damit meinen Vater unterstützt. Ich danke euch vom Herzen und wir sehen uns beim nächsten Mal.